Wir hatten damals diese verrückte Idee. Wir kaufen uns die ultimative Mannschaft zusammen. Messi, Ibrahimovic, Haaland, Goretzka, Reus, weißt du? Nur die top, top, top Leute. Aber dafür braucht man natürlich Geld. Viel Geld. Verstehst du? Unfassbar viel Geld. Hey. Jetzt machen wir Geld, Bottrop. Unfassbar viel Geld, Castro. Könnten wir nicht so ein paar Millionchen noch... Ach, Schnauze, Schalke! Jetzt hatten wir die Kohle. Jetzt braucht man bloß noch Kontakt zum richtigen Top-Experten. Wir hatten da so einen Tipp vom Typen, der seine Geschäfte am Hafen machte. Super Mann kann man. Kann beide Seiten spielen. Vor allen Dingen hinten. Hey, Penner! Was wollen die Muscheltaucher denn da? Können wir raufkommen? Wollen wir hochkommen? So, noch einmal abtasten bitte. Was? Spaß! Monaco habe ich mir ganz anders vorgestellt. Das ist Gelsenkirchen Bismarck, du Vollfriseur. Peter, wir wollen die besten Spieler der Welt verpflichten, ja? Also nur die absoluten Top-Top-Top-Leute, ja? Verstehst du? Und wir dachten, du hast doch da bestimmt Kontakte, ne? Ja, absolut, die absolut besten Kontakte. Aber was ist mit der Kohle? Haha, das spielt keine Rolle. Schreibe ich euch meine Adresse auf. Dann lauft ihr heute Abend ein. Seid pünktlich, sonst sind die Vögel weg. Das sind die absoluten drei Top-Granaten, die ich jemals hier gespielt habe. Vielen Dank, Peter. Gerne, gerne. Danke. Gar nichts, Jungs. Dann nimm die Brille ab. Oh. Hör mal, lieb Bruder. Kuzorra. Unran. Eine Telefonzelle. Neuro. Hör mal, Peter, willst du uns verarschen? Die sind ja alle tot. Ach du Scheiße, Jungs, tut mir leid. Falsche Adresse. Gut.
Tut mir leid, Jungs, aber der Typ, der liefert zu 100%. Garantiert. Petter schickt uns. Er meinte, du kennst die Besten, du kennst sie alle. Die ganzen Top-Stars. Immer, hast du nicht mal mit Müller zusammen gespielt? Ja. Nee, also wir dachten ja eigentlich schon mehr so an so richtige Super-Top-Stars. So. Weißt du, so wie Nehmer. Yo, ein Nehmer. Ja, ein Nehmer ja. Erstmal. Prost. Ja, der bricht ja schon zusammen, immer wenn ihm die Schallwelle von der gegnerischen Fantribüne entgegenkommt. Da liegt der am Boden minutenlang, er wälzt sich, hält sich das Knie, verstehst du? Ruft nach dem Notdienst. Nee, weißt du, so, wir dachten eigentlich mehr so an so Typen, die absolut nicht verlieren können, die immer gewinnen wollen und so, weißt du? Ja, ja, genau. So wie Aubameyang, oder? Aubameyang, ja, pass auf, hör mir auf mit den ganzen Vögeln. Weißt du, nach jeder scheiß Niederlage treffen sich am Mittelkreis, umarmen sich mit dem Gegner, trauschen noch ein Trikot. Und am besten holen sie noch das Handy raus und machen noch ein Selfie für Instagram-Account. Das war ja mit der Frisur. Das ist doch immer dasselbe heute, verstehst du? Die haben so viel Kohle, damit sie wenigstens beim Spiel schon mal gut aussehen, lassen sie erstmal den Friseur einfliegen vor dem Spiel, weißt du, und sich die Frisur machen, damit sie wenigstens schon mal ganz gut aussehen. Ich dachte doch nicht mehr so richtige Klopper, so Ibrahimovic oder so, verstehst du? Ibrahimovic, ich weiß noch damals. Nee, nicht damals, hast du den Ronaldo vielleicht. Ach, so Ronaldo, wenn du das vergleichst mit früher, du kannst uns den Messi klar machen. Den Messi, ach, auch früher, ich sag dir, ey, Icke und Lipaski, weißt du, die Kleinen waren die Größten. Meine Fresse, ey. Boah, was hab ich gegen die Probleme gehabt, ey. Wenn die da um mich rumgedribbelt sind, ich so groß Probleme, ey. Aber ich hab immer versucht, dran zu bleiben, immer Gas gegeben, weißt du, auch wenn es schwer war, aber den musste ich so halt mal einen mitgeben oder irgendwas. Auf jeden Fall, umgehauen habe ich sie doch, irgendwann habe ich sie umgehauen. Aber egal, also es waren jedenfalls richtig geile Zocker, aber... Wenn man das so vergleicht, das war schon eine andere Nummer als Messi und wie alle heißen. Das ist ja alles, weiß ich auch nicht. Pep, buenas tardes. Geht's? Ja, geht gut. Aber den Paradiso hat kein Schwein auf dem Zettel. Kennt keiner. Ne? Du, pass auf, ich muss da eben was machen hier mit so ein paar Eisverkäufern. Warte mal, bleib mal dran, Pep. Alles klar, Jungs. Das sind die Hämmerchen. Drei Mann. Superspieler. Pep, bist du dran? Alles gut. Alles klar. Hasta luego. Ciao. Das war jetzt unsere letzte Patrone, verstehst du? Einfach hingehen und anschellen. Was soll der Scheiß? Wir hatten doch eh nichts zu verlieren. Mensch! Hey, Marco! Jaden! Hey! Herr Sancho! Mann! Jaden! Ich hab doch da Licht gesehen, Mensch! Sie doch auch! Jaden! Immer diese Schreierei, mein Gott! Es geht einem echt auf den Geist, Mann! Erling! Haben wir gesehen, oder du da bist? Soll Licht an, oder nicht? Jetzt komm doch mal bisschen ans Fenster, Mensch! Erling! Herr Haaland! Mann! Immer die Schreierei, Mensch! Dembele! Dembele! Bleib hier! Ruf zu ihm! Wir haben gedacht, wenn wir den ersten Jugendstar verpflichtet haben, dann kommen die anderen von ganz alleine, weißt du? Ja, man hätte nämlich direkt fragen können. Ich kenne doch da einen, der kann richtig gut mit der Kugel umgehen. Miguel Fernando Paradiso, das ist eine Granate, sag ich euch. Paradiso? Paradiso. Hat er mal Pedalein gesagt, ne?
Frisch bist du auch nicht mehr, oder? Ja, 52 halt. Es gibt nur gute oder schlechte Spieler. Super. Tja, was soll ich sagen? Das hat alles irgendwie nicht so richtig funktioniert. Aber jetzt hatten wir eine richtig geile Idee. Super, Uwe. Weitermachen.